Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComWeb und ich möchte mit euch heute ein sehr wichtiges Thema besprechen, und zwar: Wie kriegt man schöne Bilder oder schöne Videos noch schöner? Und ich denke, die einfachste Art und Weise ist, mal eine Kombination zu machen aus unserer gelernten Maske und neue Filter, primäre Farbkorrektur. Da wir jetzt mit der 8.22 arbeiten können, haben wir auch die Möglichkeit, die Bilder alle reinzuholen, so wie sie sind. Und ja, ich habe hier mal eine kleine Vorführung gemacht. Das sind die Bilder, die ich jetzt willkürlich ausgewählt habe. An sich ist das schon sehr, sehr schön alles. Ja, das sind schon sehr seltene Ausnahmefotos, die an für sich alleine schon eine hervorragende Qualität bringt. Aber ja, ich möchte Videos mal kennenlernen, und deshalb nehmen wir diese Fotos, um wirklich mal Videos ein bisschen zu kitzeln. Ich nehme dafür alle Fotos. Hier fällt natürlich auf, dass die eher 4:3 sind als 16:9. Holen wir sie mal rein, und aha, ich habe hier natürlich vorgesorgt. Meine Bilder werden reingeholt in eben eine Größe, die automatisch angepasst ist. Das heißt, ich habe hier in der Layouter, die können wir jetzt mal nach vorne holen, eine ganz, ganz wichtige Sache gemacht. Ich habe also die Bilder vergrößert, so wie ich es standardmäßig haben möchte. Das heißt, ich verliere oben und unten etwas. Es ist etwas größer gemacht, damit es auch bildfüllend ist. Das ist natürlich ein wichtiger Schritt, den Sie auch machen sollten. Wie Sie das einstellen, können Sie natürlich selber überlegen. Ich habe für mich das hier ausgewählt, und wichtig ist hier als Standard speichern. Das haben wir schon mal behandelt, deshalb nur in Schnellwerdegang, und wir machen weiter. Diese Bilder sind natürlich in einer sehr guten Qualität schon vorhanden. Trotzdem kann ich hier kitzeln bei den Bildern, und das wollen wir heute mal lernen, damit Sie auch in Zukunft die Sachen auch machen können. Das werden wir dann erstmal mit Bildern üben, und wir enden dann bei einem Zoobesuch, wo wir dann wirklich mit Material im Videobereich arbeiten. Aber soweit sind wir noch nicht, fangen wir an. Ich habe hier als allererstes Bild ein Weitblick. Ja, obwohl die alle unterschiedlich aufgebaut sind, habe ich einige Sachen grundsätzlich gemacht. Ich habe eine Maske benutzt, und ich habe die primäre Farbkorrektur, die wir hier jetzt sehen, habe ich benutzt. Und damit ich das ein bisschen verschnellen kann, habe ich einfach eine ComWeb 4 angelegt, wo wir die meiste im Prinzip auch wiederkommen. So, das allererste, was ich hier möchte, ist natürlich, auch wenn es wunderschön ist, mir fehlt ein bisschen die Wärme in das Bild. Und da können wir jetzt ein bisschen zaubern. Das heißt, ich nehme hier als allererstes mal die Maske Sonne und lege die auf dieses Gebirge. Und da sehen Sie, dass sofort einiges passiert. Ich mache das mal aus für die Leute, die das nicht so auf den ersten Anblick sehen. Achten Sie mal auf die Berge. Diese Berge wird jetzt ein Leuchtturm, sage ich mal, übertrieben. Was habe ich hier erzeugt? Ich habe eine Maske gemacht, und diese Maske ist, wenn wir den mal angucken, eine Nachbildung von unserer schönen Sonne. Und diese Sonne habe ich über das Bild quasi drüber gehängt, also einen riesen Kreis erzeugt. Und dieser Kreis hat folgende Inhalte. Wir gehen mal ein bisschen näher darauf ein, das erste Mal, damit Sie sehen, was ich hier überhaupt gemacht habe. Es ist also gar nicht das Ziel von einer Maske, das in Feinheiten zu machen, sondern wie elementarmäßig so eine Maske aufgebaut ist, wie einfacher haben Sie es letztendlich auch in der Bearbeitung. Ich habe als allererstes einen Filter in der Innenseite, also innerhalb dieses Kreises, aktiviert, der sich nennt primäre Farbkorrektur. Die primäre Farbkorrektur ist deshalb so wichtig, weil, wenn ich den mal in der Bearbeitung angucke, ich hier die Sonne sehr, sehr schön emulieren kann. Die Sonne geht Richtung Gelb oder Orange und hat einen höheren Helligkeitswert, sprich Sättigungswert. Und die Funktionen habe ich jetzt innerhalb der Sonne
ausgenutzt. Das heißt, wenn ich diese Sonne mal runternehme, das heißt, das können wir jetzt mal machen, ich stelle die mal auf die Hälfte von der Bild, dann sehen Sie eindeutig, was passiert. Diese Hälfte wird jetzt Sonne überflutet. Das heißt, es sieht so aus, als wäre die Sonne hier rechts an unserer Seite. Und das ist genau das, was ich eigentlich erzeugen will mit solchen Bildern. Ja? Wo ich die Sonne hinsetze, ist mir natürlich völlig überlassen. Ja? Aber es bringt natürlich enorme Änderungen in das Bild, die es aber letztendlich auch verschönern. So, die zweite Änderung, wir können es dem hier mal lassen, die zweite Änderung in der Maske ist eventuell eine Außenkorrektur. Ja? Die kann ich jetzt mal abschalten, sehen, da ist im Moment nicht viel drin. Ich habe den aber reingestellt, damit sie, wenn sie möchte, auch in der Außenseite einige Änderungen durchführen können. Ja? Das heißt, ich kann das Bild abdunkeln. Jetzt sehen Sie sehr schön, was passiert. Ja, das heißt, ich kann dafür sorgen, dass die Augen automatisch nach rechts auf diese Bergekuppel gerichtet werden. Hier müssen Sie eigentlich nur wissen, dass Sie sehr, sehr subtil an diese Änderungen gehen sollen, weil es soll ja nicht erkannt werden, dass es letztendlich Änderungen sind, die ich per Computer durchgeführt habe, sondern viel, viel schöner ist es natürlich, wenn die ganze Sache ja ohne sichtbare Ergebnisse enorm viel schöner wird. Das heißt, ich habe jetzt mal das Verfahren der Außenseite geändert. Wenn Sie das das erste Mal machen, dann werden Sie das gar nicht so schön haben wie ich. Ich mache mal die Änderung, das was Sie sicher sehen würden. Das wäre das hier. Sie haben hier so in der Mitte so eine harte Kante. Und diese harte Kante habe ich dadurch erreicht, dass ich im Prinzip noch keine weiche Kontur habe. Die habe ich hier reingebracht. Und zwar habe ich hier gesagt, mach einen weichen Übergang. Das heißt, pixeltechnisch gesehen, von, ich sag mal, 300 Pixel. Es passiert also Folgendes, da wir im Moment in beide Seiten arbeiten, wird die Innenseite nach außen um 300 Pixel erweitert und auch an der anderen Seite um 300 Pixel ja, weniger gemacht. Wir kriegen also einen sehr, sehr schönen, weichen Verlauf zwischen diesen beiden Masken. Das Gleiche passiert natürlich auch mit der Außenseite, ja, sollten wir die angemacht haben. Die kann ich natürlich jetzt mal ausmachen und anmachen, sehen, das Bild wird ein bisschen knackiger. Ja, es ist also, als würde wir ja noch mehr grüne Farbe haben. Und ja, dementsprechend gefällt mir das Bild natürlich so, wie wir es jetzt haben, an für sich besser, als wenn ich diese Maske einfach raushebe. Nach wie vor gilt, das Bild war eigentlich an für sich schon gut. Ich habe es nur ein bisschen verschönert. Und das ist genau die Sache, die wir mit der Maske, ja, und eventuelle Filter, das muss ja nicht die primäre Farbkorrektur sein. Sie können das auch mit anderen Korrekturen hinkriegen. Allerdings ist das mit der primären Farbkorrektur jetzt so einfach geworden, dass ich wirklich empfehle, fang damit an zu experimentieren. Nehmen wir den zweiten Film, sprich der zweite Clip. Im Moment sind es ja natürlich noch stillstehende Bilder. Wir werden später das Gleiche dann auch mal mit ja, Filmen machen. Und schauen wir hier, was wir hier machen können. Als allererste natürlich können wir wieder die Sonne zum Vorschein holen. Das heißt, wir holen den mal, legen den hier rauf. Gut, ich für meine Seite nehme jetzt diese Maske und sage ihm, wo möchte ich diese Sache haben. Und ich will natürlich diese Bergekette hier an der rechten Seite ein bisschen in die Sonne setzen. Ja, wir gehen mal ein bisschen hier zur Seite, damit wir auch sehen, was passiert. Das heißt, hier an dieser Seite würde es keinen Sinn machen. Ja, dann würde mir das ein bisschen baden gehen. Die Wolken werden zwar ein bisschen Farbe abkriegen, aber hier finde ich das an und für sich viel, viel schöner. Hier merkt man, okay, es geht gegen Abend hin, die Sonne steht schon tief. Und ja, wir haben die Bergkette jetzt so richtig in so eine Art, ja, goldene Schein gebracht. Das kann man hier noch ein bisschen experimentieren, inwieweit man das wirklich noch größer oder heller macht. Aber an für sich ist das schon sehr gut gelungen. Das heißt, ich mache das mal hier drin. Und ja, das Zweite, was wir eben machen können, ist nur zu gucken, wie es aussieht, wenn ich die Sättigung allgemein erhöhe. Ja, würde ich hier eher lassen, weil jetzt gibt es eine Überbelichtung an dieser Seite.
Und die möchte ich nicht haben. Deshalb reicht mir das hier. Das bringt mehr Stimmung, als wenn ich da die Farbe alle wieder hochpoppe. Ich könnte sogar hier überlegen, ob ich mir mehr, ja, einen Weichzeichner machen. Können wir mal versuchen. Das heißt, wir haben eine sogenannte tiefe Schärfe. Dafür mache ich hier mal diese tiefe Schärfe an. Der Rechteck tiefe Schärfe hat auf beide Seiten, also der Innen- und der Außenseite, hat er schon eine Gaußsche Weichzeichner. Ich möchte aber jetzt eine Ellipse haben. Und zwar möchte ich diesen Bereich hier weichzeichnen. Ja, das ist der Bereich, die in etwa ja, doch undeutlicher werden soll. Diese kann ich hier wegmachen und jetzt haben wir einfach nur noch die Ellipse über. Das Schöne ist, ich kann jetzt der Innendeckkraft und der Außendeckkraft. Und der Außen, das will ich gar nicht weich haben. Aber diese Innenseite, die, also da, wo die Bergen sind, ja, das möchte ich gerne ein bisschen bearbeiten. Ich schalte hier die Skalierung ab. Diese Skalierung sorgt dafür, dass ich immer überall, ne, vergrößere oder verkleinere. Das will ich in diesem Fall nicht. Deshalb nehme ich den mal raus und mache den ein bisschen, ja, ovaler, das heißt ein bisschen runder sogar, damit ich wirklich nur den Bereich bekomme, die ich haben möchte. Und das ist quasi diese hintere Partie am Bergen und der Himmel. Ja, die soll undeutlich werden. Sprich, hier haben wir noch einen kleinen Weichzeichner reingetan. Wir sollten hier eher mit 200 Pixel arbeiten. Also Sie müssen ein bisschen anschauen, wie groß ist das Bild, wo macht es Sinn und wo macht es keinen Sinn. Ja? Aber das wäre im Prinzip bei dieses zweite Bild meine Vorschläge. Wie gesagt, es ist alles ja, intuitives Spielzeug, sage ich mal. Man kann also sehr, sehr schnell hier durchgehen eigentlich. Macht es nur wegen der Schulung ein bisschen langsamer, damit Sie überhaupt zu Hause das auch selber mal üben können. Ich hoffe, Sie machen das. Gut, wir haben hier wieder eine tiefe Schärfe, würde ich sagen. Und zwar wollen wir jetzt diese Blümchen in den Vordergrund natürlich ja, eine Schärfe geben und der Rest drum sollte eigentlich absaufen. Auch hier wieder kann ich die Sachen hier im Prinzip darauf konzentrieren. Und meine Blümchen sind, würde ich der Berge nehmen, dann würde natürlich diese Berge scharf gestellt. Ja, und deshalb nehme ich jetzt hier mal diese hier. Wie viel Prozent etc. können Sie selber auswählen. Sie können die Stärke immer noch variieren. Ja, Sie sehen, wenn ich den weghole, dann wird das weniger. Aber ich finde das hier sehr gut gelungen, wenn wir wirklich diese Köpfe von dieser Blümchen auf scharf stellen. Ja? Natürlich kann ich das mit Linie machen, also Punkt für Punkt durchgehen. Aber irgendwann möchte ich auch mal fertig werden. Ja, und hier ist eindeutig schon bewiesen, dass ich im Prinzip die Deckkraft hier oder die Schärfe hier drauf habe. Sollte das nicht ausreichen, kann ich immer wieder ein neues primäres Filter draufsetzen. Das heißt, die finden wir unter Farbkorrektur, primäre Farbkorrektur. Und ich könnte hier jetzt zum Beispiel sagen, okay, mach das mal ein bisschen heller. Ja? Also ein bisschen ist gut, also nicht übertreiben. Ganz dezent, ne, die ganze Geschichte durchführen. Und dadurch ein bisschen mehr noch Akzentuierung in der eigentlichen Film erreichen. Ja? Der Auge geht automatisch dahin, wo Sie jetzt sagen, das sollte das oder derjenige sein, ne, wo wir was haben. Ja gut, das nächste Bild im Prinzip wieder das gleiche. Sie merken, ich werde jetzt schneller. Wir können hier wieder die Sonne drauflegen. Das heißt, ich könnte eben gucken, wo die Sonne wirklich hinkommt, ne, gut hinkommt. Das ist, denke ich, in diesem Bereich sehr schön. Wir können noch ein Sättigung machen. Allerdings würde ich die über eine Maske gerne machen. Das heißt, ich nehme einfach mal die Maske Basis. Das ist also noch nichts passiert. Und hier würde ich jetzt mit dem String und Mausrädchen kann ich jetzt auszoomen und ich kann jetzt eine Viereck hinstellen. Ich möchte das Gras ein bisschen ja, aktiver mitleben lassen, also die Farbe noch mehr rausbringen.
Und hier ist Rechteck jetzt nicht passend. Ich muss ein bisschen schräg sein und dafür finden Sie hier in den Kreis eine kleine, ja, rund, ja, den hier. Und ich die anpacke, dann kann ich dementsprechend die Linie hier noch ein bisschen verschieben. Gut, ich möchte, dass der Deckkraft innerhalb dieser Geschichte natürlich verstärkt wird. Das heißt, auch hier nehme ich wieder den Videofilter, auch hier nehmen wir wieder den Primärfarbkorrektur. Ich kann das, wie gesagt, mit anderen Filtern machen und Sie müssen es sogar machen, wenn Sie keinen 822 haben. Aber wie gesagt, diese Filter schlägt alles, wenn es darum geht, schnell eben ein richtiges Ergebnis zu erzeugen. So, ich denke, so kommt das besser. Wie gesagt, das ist sowieso ein Geschmackssache pur, was wir hier machen. Aber ich denke, so kommt das gar nicht so schlecht. Ja, wir haben da so ein bisschen kontrastreicher gemacht, das Ganze. Und dadurch noch ein bisschen mehr Wärme reingebracht. Ja, und das sieht meines Erachtens schon viel besser aus. Ohne und einmal mit. Ja. Das heißt, Sie merken, eine Maske ist sehr schnell gemacht. Brauche ich eine Maske öfters? Ja, dann setze ich den wieder unter meine eigene weg mit eben der dementsprechenden Bemerkung, so dass ich das, ja, sehr schnell finde. Der nächste. Gut, hier würde ich persönlich mal erst gucken, was passiert, wenn wir die Sättigung erhöhen. Ich bin gerne für knackige Farbe. Wir machen mal die Sonne wieder drauf. Mal gucken. Ja, sieht sogar gut aus. Und ich würde jetzt eher hier drin diese Wasser-V ja noch mehr akzentuieren. Machen wir wieder. Mal und zwar würde ich hier wieder mit Basis, weil da passen unsere paar, die wir bis jetzt gemacht haben, passen nicht. Wir machen hier die Maske rein und machen hier eine Ellipse, der eben diese Wasser, ja, gut abdecken soll. Machen hier wieder ganz wichtig diese Verhältnis anpassen raus, damit ich wirklich auswählen kann, was ich haben möchte. Drehe das Ganze ein bisschen, weil der Wasserfall ja nicht von gerade auskommt. So, und hier drin machen wir wieder den Filter. Und zwar den, ja, wo ist er? Farbkorrektur, primäre Farbkorrektur, bla bla. Und wir erhöhen die Helligkeit. Und zwar gewaltig. Das würde so natürlich gar nicht schön aussehen, aber ich habe eigentlich bewusst hier jetzt ausgewählt, dass ich das hervorheben möchte. Und da müssen wir ein bisschen spielen mit das Wasser. So, ich denke, hier kommt es am besten. Natürlich kann ich hier wieder die weiche Seite machen, allerdings nur nach draußen, würde ich sagen. Und fangen wir mal an mit 200 Punkte. Und jetzt sehen Sie super, was passiert. Ich habe hier so einen richtigen Sonnenschein drauf, wodurch ja, es fast nicht mehr sichtbar wird. Aber sofort, kann ich Ihnen versprechen, ist der Auge bei dieses Wasser. Ich habe natürlich nicht mehr die unbedingt alle Feinheiten, die ich bei Originalmaterial hier habe. Aber darum geht es hier in meinem Bild nicht. Ich möchte wirklich den Akzent auf diese Wasserfarbe legen und ich denke, das habe ich hiermit sehr schön erreicht. Ja, wir haben also die Sonnenschein reingekriegt. Wir haben die Bild allgemein ein bisschen, ja, aufgepeppt. Ja, ich kann hier natürlich spielen mit meinen Möglichkeiten und gucken, was wird da draus. Ja? Ich finde das eine sehr schöne Möglichkeit, aber Sie merken, ich habe jetzt für diese Clip ja 2 Minuten gebraucht und dementsprechend schon gut. Ja, hier ist natürlich, der Foto ist schon genial, aber trotzdem, ich kann hier ohne weiteres nochmal die Sonne reinhauen. Machen wir jetzt auch und Sie sehen, dass sofort das Ganze ein bisschen mehr in Richtung Orange geht. Wärme, 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 sage ich da nur. Ja? Und das macht das Bild natürlich umso schöner, sehr gelungen. Hier brauche ich gar nichts mehr anderes zu tun und bin schon zufrieden. Ja, bei dieser hier geht es eigentlich mehr darum, dass wir hier tiefe Schärfe haben in der Außenseite. Und da drinnen im Prinzip ein bisschen Aufhellung eventuell noch verwenden können. Das heißt, die muss natürlich ein bisschen größer.
Ja, also man muss ja aufpassen, weil die 700 sind hier definitiv zu groß. Machen wir mal so ein 300er, damit es auch schon auf die Blätter anfängt, ein bisschen unsauber zu werden. Man könnte das Ganze auch noch in die Skalierung ändern, damit wir wirklich, upsa, ändern heißt eigentlich anpassen. So. Damit sie das, ja, also einfach experimentieren. So, ich wollte eigentlich noch, dass es drinnen ein bisschen heller wird. Natürlich könnte ich das machen mit anderen Tools aus der Farbkorrektur, und zwar der primäre Farbkorrektur, aber sie ist einfach so einfach. Ja, das heißt, ich klicke hier den an, mache den Helligkeit hoch und kann jetzt einfach bestimmen, wie viel heller möchte ich den haben. Viel ist hier nicht notwendig. Ich könnte sogar ein bisschen rot. Na, lass mal sein. Wir lassen es so, wie es ist. Die Sättigung vielleicht, ja, das passt. Die können wir hier ein bisschen erhöhen. Gut, aber ich habe jetzt die Akzente definitiv auf die Rose gelegt. Ja, und damit denke ich, haben wir das Bild auch verschönert. Ja, das gleiche im Prinzip hier. Das heißt, ich kann diese Maske nehmen und einfach hier auf der Rose legen. Ah, das ist dann doch zu viel des Gute. Vor allem ist er natürlich zu groß. Aber Sie merken, was ich mache. Ich erfinde nicht das Rad neu, sondern ich versuche im Prinzip das Gleiche wieder zu erreichen mit meinen Mitteln, die ich hier zur Verfügung habe. Ja, hier müssen wir sogar aufpassen mit der Farbverfremdung. Hier ist gar nicht so viel nötig. Ja, weil das Rot sticht schon so hervor, dass diese Sättigung eigentlich runter muss, damit wir die Helligkeit noch ein bisschen ändern können. Und damit habe ich im Prinzip, upsa, nein, ich will das natürlich behalten. Okay. So, und damit habe ich, sage ich mal, mein Bilder gerettet. Okay, den müssen wir noch machen. Die Maske, also letztendlich bei der Blume sind es immer die gleichen Bewegungen. Ich möchte die Blume in den Vordergrund stellen. Und der Rest soll ein bisschen abflachen. Hier würde ich bewusst wieder nach 700 gehen und sagen, dass der Weichzeichner nach außen wegläuft. Jetzt haben wir das gar nicht gesehen, aber ich weiß, es kommt richtig. Ne, 700 ist dann doch zu viel. Gehen wir auf 400. Ja, weil das reicht im Prinzip dann vollkommen aus. Ich könnte sogar ein bisschen tiefer gehen, ne, damit das auch die Blümchen da unten mitkommen, oder die Blätter, besser gesagt. Gut, aber Sie verstehen meinen Werdegang, was ich hier erreichen will, und Sie sehen, dass das auch funktioniert, eigentlich ziemlich gut. Ja, und damit bin ich jetzt durch. Okay, wir hatten bei der ersten Film noch einen Übergang. Gut, können wir eben machen. Ich habe da ausgewählt GPU, und das war ein Abflug in der normale Richtung, und zwar haben wir die rechts aufwärts gemacht. Da guckt man erstmal nach, wie lange der Dauer ist. 2 Sekunden, das ist okay. Also lege ich jetzt, definiere ich alle Clips, also alle Fotos in diese V, und lege jetzt einfach diesen Übergang über diese Clips. Ja, und das wäre dann jetzt mein, ja, Fotoshow. Und hier merkt man eins, das sind die gleichen schönen Bilder, allerdings haben wir hier deutliche Akzentuierungen und wir haben eine Wärme erreicht. Ja? Und ich denke, dass das so etwas dann doch noch einen Schritt besser wird. Und ja, das ist eigentlich die Botschaft, die ich habe. Fang an, mit Maske zu arbeiten und mit Filter. Es macht enorm viel aus. Ja, und damit kriegen Sie wieder ein noch besserer Film zustande. Und wie gesagt, es sind einfach die Standardbilder, die wir, oder die Standardeffekte, die wir verwenden in Helios 8.22. Deshalb lohnt es sich auch, danach abzudaten. In diesem Sinne, mein Name ist Frederik de Vries von der Firma ComWeb.